Nach dem Ende von Dragon Ball GT herrschte erstmal Frieden auf der Erde und die Dinge nahmen ihren normalen Verlauf. Doch in der Vision von Toyotaros Fanmanga ging die Geschichte noch etwas weiter. Dragon Ball F setzt hier an und wir haben die Ankunft von Saiko auf der Erde. Ein Wesen, was von Freezas Mutter geschaffen worden ist, die zufälligerweise ein Kaioshin ist. Es ist nämlich nicht die Mutter im traditionellen Sinn und er wurde auch geschaffen durch die Genetik von Son Goku. Denn Freezas Mutter hat nach der Niederlage von Freezer auf dem Planet Yadrat etwas Blut von Son Goku aufgesammelt bzw. geklaut. Also war er eine Art ursprünglicher Goku Black. Goku war zu diesem Zeitpunkt nicht auf der Erde, da er nach dem großen Kampf mit den Schattendrachen mit Shenlong mitgegangen ist. Er war an einem anderen Ort, an dem ihn keiner wahrnehmen konnte und dort war auch Paikuan, mit dem er trainierte. Dort waren auch ebenfalls die anderen Schattendrachen, deswegen konnte Son Goku auch nicht helfen bei der anstehenden Bedrohung auf die Erde. Die Saiyajins waren auf sich gestellt. Saiko machte alle fertig, selbst Vegeta im Super Saiyajin 4 konnte nicht viel gegen ihn ausrichten. Gohan schritt dann ebenfalls als Super Saiyajin 4 zur Tat, den er anscheinend auch konnte. Die Z-Fighter kämpften einen unglaublichen Kampf, aber keiner von ihn konnte irgendwas gegen diesen übermächtigen Gegner ausrichten. Goku war nicht auffindbar, also sah es Kibitoshin als seine Pflicht, als Kaioshin von Universum 7 zu handeln. Angekommen erfährt er, warum einer der ehemaligen Kaioshins, nämlich diejenige, die Saiko geschaffen hat, überhaupt all dies tut. Nach dem Kampf gegen Buu überlebte sie, doch für Millionen von Jahren war sie im Vakuum des Weltalls. Allein konnte sie nichts dagegen tun. Keiner kam zu ihrer Rettung, also veränderte die Einsamkeit sie komplett. Wie kann nur so ein hohes Wesen wie ein Kaioshin so etwas erleiden? Das waren ihre Gedankengänge. Sie hat verstanden, dass sie Kraft benötigt, damit so etwas nie wieder passiert, egal auf welche Weise sie diese Kraft bekommt. Also erschuf sie Saiko. Da sie mit Kraft nicht gewinnen konnten, nahm der Plan von Kibitoshin und Gohan nun seine Form an. Gohan lenkte Saiko mit seinen letzten Kraftreserven ab. Selbst nach einer gemeinsamen Attacke von Trunks, Vegeta und Son Gohan stand Saiko immer noch. Doch das war die perfekte Gelegenheit. Der Kaioshin schlug zu und versiegte Saiko in das Z-Schwert. Doch er scheiterte. Saiko war frei und es sah nach dem Ende aus. Gohan schnappte sich das Schwert und griff erneut an mit seiner letzten Hoffnung, die er in sich trug. Dende, der Gott der Erde, dachte aber mit, heilte den Kaioshin und nun konnte er ein weiteres Mal die Versiegelung durchführen. Und es klappte. Er wurde versiegelt, die Gefahr war gebannt. Da alle K.O. waren, hatte der böse Kaioshin leichtes Spiel, doch wieder schritt Kibitoshin zu Hilfe, teleportierte sie und sich selbst woanders hin und jagte sich in die Luft à la Chaozu-Style. Also starb er nun für das Wohl des Universums 7. Von dieser Kaioshin-Version kann sich unser Shin aus Dragon Ball Super noch einiges abschneiden. Doch wie es Dragon Ball typisch ist, gibt es immer eine schlechte Nachricht. Der versiegelte Saiko am Z-Schwert würde nur einen Monat versiegelt bleiben, da er einfach viel zu stark ist und deswegen ausbrechen würde. Das Schwert begann nämlich schon vorher zu bröckeln. Um Son Goku für den bevorstehenden Kampf zurückzuholen, müssen sie ihn aus der Welt von den Drachen holen. Da die Dragon Balls noch mit zu viel negativer Energie gefüllt waren, konnten sie sie noch nicht benutzen. Doch es gab einen Weg. Mit der Hilfe von 7 Super Saiyajins konnte man das Licht wiederherstellen. Sie sind jedoch nur 6 Saiyajins. Nämlich Vegeta, Gohan, Goten, Trunks, Pan und Bra. Und zum größten Übel sind natürlich Pan und Bra keine Super Saiyajins. Jedenfalls dachten das Vegeta und Co. Denn auch Bra und Pan waren in der Lage, den Super Saiyajin anzuwenden. Trotzdem fehlt ihnen immer noch ein Saiyajin. Doch Trunks und Goten kamen natürlich auf eine wunderbare Idee, indem sie den Namen kennen. Dragon Balls benutzen, um den 7. im Bunde dazu zu holen, nämlich Broly. Broly ging sofort berserk, als er wiedergeholt worden ist und Gotenks stoppte den Kampf zwischen ihm und Vegeta. Broly wurde also angekettet und war bei der Capsule Corporation, wo Bra ihn füttern sollte. Und so entstand eine kleine Romanze zwischen Broly und Bra, auch wenn Vegeta das sicher nicht wahrhaben möchte. Als Broly dann wieder ausbüchste, nahm sich Paikuan für Goku ihm an. Er konnte nämlich den Ort der Drachen verlassen, weil er nicht so wie Goku an diesen Ort gebunden war. Er verpasste ihn also ordentlich ein paar Hiebe und der Kampf endete. Im Endeffekt war Broly auch nur ein verwirrter Saiyajin, der seinen Platz auf der Welt suchte und nur das Kämpfen kannte. Also hat er sich hier so ein wenig geöffnet. Mit dem Training von allen und der Anspannung machten sich alle für den bevorstehenden Kampf bereit. Speziell Goku war hochinteressant, da dieser vermutlich mit der Hilfe von Omega Shenlong den Super Saiyajin 5 erreichen sollte. Doch die Geschichte endete hier. Wir sehen, dass der gute alte Muten Roshi die ganze Zeit eine Geschichte erzählt hat. Und zwar hat er diese Geschichte Goku Junior und Vegeta Junior erzählt. Und so ist die Story von Toyotaro zu Ende gegangen, ohne dass wir das Ende gesehen haben, denn Muten Roshi hat es nicht verraten und unglücklicherweise verstarb Muten Roshi und so konnten die beiden das Ende nie wirklich hören und wir Zuschauer bleiben auch im Trocknen, was diese Geschichte angeht. Aber an sich eine sehr, sehr coole Geschichte, wie ich finde gerade. Das mit dem Kaioshin fand ich besonders gut. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zu dieser Version von Dragon Ball F von Toyotaro. Das Ganze ist natürlich Nankennen. Das ist hier ein Fan-Manga, auch wenn er damals von Toyotaro gemacht worden ist, denn das war noch zu der Zeit, wo Toyotaro nicht offiziell für Shueisha gearbeitet hat, also den Dragon Ball Super-Manga gemacht hat, beziehungsweise den Dragon Ball Heroes Manga gemacht hat. Deswegen, Leute, wie gesagt, eine sehr coole Geschichte, aber gehört nicht zu der richtigen Dragon Ball Timeline dazu. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Meinung. Ich bin damit raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, haut rein.